guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn eine Frau sehr herzlich begrüßen wollen, von der man ohne Übertreibung sagen kann, dass sie eine gewisse Erfahrung im Umgang mit schwierigen Männern hat. Natürlich nur beruflich. Sie war es nämlich, die Donald Trump mal mit zwei Fragen so in Bedrängnis brachte, dass ihre amerikanischen Kollegen hinterher begeistert waren. Damals begleitete sie Angela Merkel zum Antrittsbesuch nach Washington. An die 40 Mal hat sie schon mit der Kanzlerin in dieser Regierungsmaschine gesessen. Und irgendwie muss sie auch dieses Wochenende wie die Reise in einem total verrückten Flugzeug vorgekommen sein. Sie und viele andere standen sich stundenlang und die halbe Nacht im Foyer der CDU-Zentrale die Füße in den Bauch. Aber es flog auch was, und zwar die Fetzen Merkel gegen Seehofer. Wer hat sich da durchgesetzt und was hat all das mit diesem besonderen Stoff, mit Testosteron zu tun? Herzlich willkommen, Christina Dunz, Kanzleramtskorrespondentin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, Horst Seehofer hat ein schräges Amtsverständnis. Ich glaube, er will dieses Amt in Wahrheit loswerden, sagt diese Christina Dunz. Und wir sind sehr gespannt, wie dieser Mann das möglicherweise sieht. Er sagte dieser Tage über Seehofer, der weiß sehr genau, was er da tut. Der lässt sich nicht treiben. Das ist ein starker Mann, der auch bei manchen Tricksereien und Ränkespielen selbst derjenige ist, der es am besten kann. Er war selbst lange und sehr erfolgreich Innenminister in Bayern, hat 2005 einen ebenfalls brutalen Machtkampf gegen Erwin Huber gewonnen, wurde Ministerpräsident. Doch als die anschließende Wahl nicht so gut lief, bekam auch er zu spüren, wie hart seine Partei sein kann. Ein Parteifreund sagte ihm angeblich nach der Wahl, wenn du nicht freiwillig gehst, dann machen wir mit dir hier in Bayern die Simonis. Auch er war jetzt in den entscheidenden Stunden in München mit dabei. Herzlich willkommen, Günther Beckstein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und apropos München, dieser Mann kennt die Stadt, er kennt das Land, die Gemütslage in Bayern wie wenige andere. Seine Eltern waren beide Angestellten der psychiatrischen Klinik in Haar, Europameister, Weltmeister, Torwart des Jahrhunderts, eine lebende Legende, die bei ihrem letzten Besuch hier in der Sendung in aller Bescheidenheit sagte, ich habe in meiner Karriere wirklich alle Tore gehalten und wenn nicht, dann waren sie unhaltbar. Wir wollen vor allen Dingen von ihm heute wissen, was ist da jetzt in Russland passiert, war das vermeidbar? Er erinnert sich in dem Zusammenhang an den Schock 74, als seine Mannschaft gegen die DDR verlor. Damals, sagt er, haben wir hinterher zusammengesessen und uns fürchterlich besoffen. Herzlich willkommen, Sepp Maier. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da bist. Ja, und dann Weltmeister geworden. Ja, und wir wollen diesen Mann ebenfalls eine echte Instanz mit ein paar Tagen Abstand fragen, was war eigentlich in Russland los? Die Zeit des Heldenfußballs, sagt er, ist endgültig vorbei. Das haben wir an Messi und an Ronaldo gesehen. Und die Frage ist, was ist da im Hintergrund los? Michael Horeni, Kollege von der FAZ, schreibt, wie sehr diese Mannschaft offenbar abgelenkt war von PR- und Werbeveranstaltungen. Und wir wollen ihn auch fragen, wer wird jetzt Weltmeister? Vor dem Turnier sagte er den prophetischen Satz, ich habe kein einziges gutes Argument für Deutschland, aber ein paar sehr gute für Spanien. Jetzt ist er gerade dabei, sich in Uruguay zu verlieben. Herzlich willkommen also, Marcel Reif. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Marcel. Ja, er sagt ja auch Frankreich und Brasilien. Das war natürlich auch noch dabei. Ja, wir freuen uns sehr, dass dieser Mann da ist, ebenfalls eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet, gilt als einer der besten Verhaltensforscher der Welt, dem ein tolles Buch gelungen ist über eine Frage, die uns eigentlich alle immer schon bewegt hat. Haben auch Tiere Gefühle, vielleicht sogar ein Bewusstsein? Der Mensch im Tier, so hat er das genannt, und es ist keine Anspielung auf Innenminister aller Art. Der beschreibt dort, was wir mittlerweile wissen über das Seelenverhalten von Tieren. Er weiß zum Beispiel, wie Hunde Empathie zeigen, wie Meerschweinchen sozialen Stress vermeiden. Und er kann uns sagen, warum es in der Schweiz sogar Mietmeerschweinchen gibt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Norbert Sachser. Freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herr Sachser, wo ich Sie gerade habe, schönen guten Abend noch mal in die Runde. Würde mich interessieren, bevor wir gleich in die Politik einsteigen, als Verhaltensbiologe, der sich vor allen Dingen mit Meerschweinchen und anderen Tieren auch beschäftigt, schaut man da auf das, was da in Berlin und in München passiert ist, mit einem anderen Blick drauf? Ja, man schaut da erstmal hin, keine Frage. Man schaut da auch mit einem anderen Blick hin.
Vergleiche mit Tieren würde ich nicht machen. Da wird man den Tieren ehrlich gesagt nicht gerecht. Wie haben Sie denn, Herr Beckstein, auf das geschaut, was sich da in Ihrem Sozialverband so abgespielt hat? Na, ist mal natürlich eine extrem spannende Situation. Sie waren dabei, ne? Ich war bei allen Vorstandssitzungen dabei, war auch am Sonntag dabei. Ich bin eigentlich hingefahren und hat gedacht, das wird relativ leicht. Aber wie ich dann gehört habe, dass das Gespräch am Samstagabend zwischen Seehofer und der Kanzlerin völlig daneben gegangen ist. Was heißt daneben gegangen? Die haben sich nicht geeinigt, sondern haben sich weiter zerstritten. Von welcher Seite ging da die Eskalation aus? Bei dem Gespräch war ich nicht dabei. Ich weiß nur, dass am Sonntag zu Beginn der Sitzung Horst Seehofer einen totalen Verriss des Gipfels auf europäischer Ebene gemacht hat und dann klar festgestellt hat, es kann nicht die leiseste Rede davon sein, dass das ein Fortschritt ist. In manchen Dingen ist es sogar ein Rückschritt. In keinem Fall ist es wirkungsgleich mit dem, was die Forderungen von ihm sind. Das war die Analyse sozusagen, der erste Wutausbruch, oder was war das für eine Stimmung? Das war in ganz ruhiger Form vorgetragen, aber inhaltlich knallhart. Ja. Da war völlig klar, ich kenne Seehofer seit 30 Jahren, ja. Da war ich völlig klar, in welche Richtung Seehofer geht. Nicht etwa auf Kompromiss, sondern in Richtung auf Eskalation. Also, wenn man sich trifft zu so einer Sitzung, nehmen Sie uns mal mit ein bisschen hinter die Kulissen. Es ist ja wahnsinnig spannend. Deswegen bin ich so dankbar dafür, dass Sie heute zugesagt haben. Es ist im Moment sehr, sehr schwer, CDU und CSU-Verantwortliche überhaupt in ein Fernsehstudio zu bringen. Insofern herzlichen Dank schon mal dafür. Was ist das für eine Atmosphäre? Wie tritt man da zusammen? Sagt man, der Seehofer ist ja völlig verrückt geworden oder der Mann ist derjenige, den wir stützen. Haben Sie da gemerkt am Sonntagmorgen, dass da ein Bruch auch durch die eigene Partei geht? Wir haben natürlich gemerkt, dass auch zwischen Leuten, die sich gut kennen und sehr lange schätzen, auch eine ganz unterschiedliche Lagebeurteilung gewesen ist. Die einen, so wie ich, haben gesagt, die Einigkeit in der Union ist das Dominierende, alles andere muss sich unterordnen. Andere haben gesagt, wir werden keinen Millimeter nachgeben, entweder Merkel gibt nach oder wir lassen die Koalition platzen. Und da hat es viele gegeben, die gesagt haben, ich glaube, das waren die meisten bei uns, die erwartet haben, dass Merkel doch total nachgeben wird und sind eigentlich dann am Samstagabend überrascht worden und von dem Bericht über das Gespräch am Samstagabend überrascht worden, dass die Kanzlerin eben nicht Seehofer entgegengekommen ist. Verstehe. Also Sie sind davon ausgegangen, dass sie eingeknickt ist, die Kanzlerin. Wir hätten, oder die meisten haben das bei uns erwartet. Warum? Ja, Sie kennen sie doch mittlerweile lang genug. Ja, das stimmt schon. Aber im September 2015, nach der Grenzöffnung, hat ja die Kanzlerin doch in ganz massivem Maße ihre Politik verändert. Sie hat ein Abkommen mit der Türkei geschlossen. Sie hat insgesamt eine restriktive Asylpolitik gemacht. Der Koalitionsvertrag heißt, so etwas wie im Herbst 2015 darf sich nicht wiederholen. Und da ist dann eben die Erwartung gewesen, dass man die Asylwende, die Horst Seehofer ja auch als Titel seines Maßnahmenkatalogs genommen hat, Asylwende ist die Überschrift, dass sie da mitmacht. Und sie hat ja dann auch bei 63,5 Punkten mitgemacht, bloß bei dem einen halben Punkt, da hat sie dann... Reden wir gleich, was das inhaltlich bedeutet, ne? Zurückweisung an der Grenze. Ja. Aber als dieser Satz plötzlich publik wurde, so eins nach dem anderen, auch aus diesem SZ-Interview, wie lautet der Satz genau? Ich lasse mich doch nicht sozusagen... Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die ich selbst in den Sattel gebracht habe oder die ich selbst in diese Funktion gebracht habe. Herr Beckstein, erklären Sie uns einmal diesen Satz. Ja, ohne die CSU wäre die Koalition nicht möglich. Das ist übrigens anders als bei der letzten Koalition. Noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich lasse mich doch nicht von einer Frau entlassen, die nur durch mich in diesem Amt ist. Nicht das ist nur, nicht die CSU. Aber jedenfalls ist völlig klar, dass die CSU weiß. Ich lasse mich nicht, ging noch weiter, von einer Frau rausschmeißen, der ich in den Sattel geholfen wenn habe. Wenn wir als CSU, wenn er als Seehofer nicht zugestimmt hätte, wäre die Kanzlerin nicht gewählt worden. Aber noch mal, er hat ja nicht gesagt CSU, er hat gesagt ich.
Ja, natürlich. Die Identifizierung der Partei mit dem Vorsitzenden hat bei uns eine gewisse Tradition. Das ist bei euch 100%, ja. Eine gewisse Tradition. Und das hat, von daher hast Seehofer ohne große Beanstandung bei uns gesagt, wenn ich nicht, ich als CSU-Vorsitzender, ich habe alle Stimmen der CSU, wenn ich nicht zugestimmt hätte, wenn ich das nicht aktiv betrieben hätte, dann wäre die Frau nicht. Ich schaue gerade auf den Verhaltensforscher, der lächelt schon, wenn er das hört. Also nochmal, ich habe dieser Frau in den Sattel geholfen. Also als ich das gelesen habe, wissen Sie, was mein erster Gedanke war? Mein erster Gedanke war, die Bayern haben mir in den Sattel geholfen. Die bayerischen Wähler haben mir in den Sattel geholfen. Nicht die CSU und auch nicht Horst Seehofer. Also das ist eine Bescheidenheit, die mancher Politiker der CSU hat, aber keineswegs alle. Es gibt bei vielen schon ein ausgesprochen starkes Ego. Und das war in diesem Satz ganz eindeutig auch da. Und dann kommt die irre Situation, Horst Seehofer, ich schmeiß jetzt hin. Was ist dann passiert? Wir haben hier eine 8-stündige Diskussion gehabt. Wie läuft denn sowas ab? Sitzen Sie da 8 Stunden wirklich zusammen? Die Luft wird immer schlechter, Sie kippen langsam vom Stuhl, aber Sie halten durch. Also das war schon so spannend, dass man nicht etwa in der Versuchung war einzuschlafen. Gab es da eine Pause? Nein. Sondern 8 Stunden durch? 8 Stunden ohne Unterbrechung durch. Man wartet auch, wer ist der Nächste. Wie war die Atmosphäre? Es hat geknistert, nachdem Seehofer bei einer ganzen Reihe von Wortmeldungen sehr energisch dazwischen gegangen ist. Was heißt energisch? Er war sauer? Ja, er hat einem gesagt, das ist nicht die Loyalität, die ich erwarte. Wenn ich jemanden als Minister ernenne, kann ich erwarten, dass er auch meine Politik mit unterstützt. Das heißt, ein Minister war das? Könnte man wohl daraus schließen, ja. Und bei anderen... Reden wir über einen Bundesminister oder über einen bayerischen Minister? Also, man kann das sagen, dass er über Gerd Müller, dem Entwicklungshilfeminister, da ziemlich sauer sich geäußert Gerd hat. Gerd Müller hat sich gegen Horst Seehofer gestellt? Nein, nicht gegen, sondern Gerd Müller hat eben auch darauf hingewiesen, dass wir keine, ich meine ganz vernünftig, dass wir keineswegs allein auf die Frage der Zurückweisung an der Grenze setzen können, sondern dass es darum gehen muss, Fluchtursachen zu bekämpfen, dass wir uns mit Afrika beschäftigen müssen. Und wie reagiert dann der Parteichef darauf? Und insgesamt hat Horst Seehofer diese Wortmeldung nicht so gefallen, weil sie keine 100%ige Unterstützung war, die er eigentlich erwartet hatte. Ich lasse mir ja doch nicht von einem Minister widersprechen, den ich zum Minister gemacht habe. Das wäre eigentlich wahrscheinlich die perfekte Antwort dafür. Es gibt viele Berichte über das, was in diesen 8 Stunden da passiert ist. Der Satz ist weder hinter den Kulissen noch in den Zeitungen erfolgt. Gefallen, um nicht hier falsche Gerüchte zu streuen. Das Denken ist nicht so völlig fremd. Nicht so völlig fremd, also im Kopf ist er gefallen. Und dann gibt es die Situation, so wird es beschrieben, Volker Ulrich, ein Kollege aus Augsburg, macht im Grunde genau den Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Was sagt Horst Seehofer? Also Seehofer hat das nicht für klug gehalten und hat gesagt, also in dem Augenblick, wenn das mal so ist, dann wird es sehr schwer sein, das noch durchzusetzen. Wenn jemand im Land ist, dann wird man ihn nicht mehr ohne weiteres rauskriegen. Es wird auf jeden Fall Verfahren geben. Okay. Das ist ja dann mit der konkreten Ausgestaltung der Transitzentren vermieden worden, weil die rechtlich nicht einreißen. So was haben wir endlich übrigens im Flughafen. Ich weiß, darüber reden wir gleich, was das eigentlich sein soll, eine sozusagen fiktionale Nicht-Einreise. Ja, also du gehst in Bayern über die Grenze, bist eigentlich auf bayerischem Boden, aber sie hatten jetzt die Idee zu sagen, dann bist du in Wahrheit aber trotzdem nicht eingereist. Ja. Du bist irgendwo in einem Raumschiff, in einer Art. Wir haben das rechtlich übrigens in fast allen Ländern der Welt an den Flughäfen. Wenn man im Flughafen einreist, dann ist man ja wegen mir in Frankfurt oder ist in Hamburg. Aber wenn man bei der Kontrolle nicht das notwendige Visum hat, wird man in den sogenannten Transitraum gebracht, der rechtlich noch nicht Deutschland ist. Und diese Idee zu übertragen, das war die Lösung, die dann am Montag gekommen ist. Meldet sich jetzt direkt der Gewerkschaftsvorsitzende der Polizei zu Wort und sagt irgendwie, was ist denn das für ein Wahnsinn, wenn einer in Bayern ist, ist er in Bayern, Punkt. Ja, die Juristen haben da ja immer die Fähigkeit, bestimmte Dinge zu machen. Ich erinnere mich an mein Studium, was geheißen hat, Äpfel im Sinne dieser Verordnung sind auch Birnen. Also der Jurist kann da schon etwas machen, was einem normalen Menschen... Wo haben Sie genau studiert, Herr Beckstein? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Verstehe. Frau Dunz,
Wie war es denn zur selben Zeit in Berlin? Das ist ja sozusagen alles parallel gelaufen. Also während, und daneben noch Elfmeterschießen und all das andere, worüber wir gleich noch sprechen werden. Genau. Während CDU und CSU stundenlang drin saßen, haben wir ja stundenlang draußen gestanden. Und dann sickert ja immer mal was durch. Und Sie sagen das alles sehr freundlich und sehr sympathisch, Herr Beckstein. Aber es ist so vieles aus meiner Wahrnehmung anders, zum Teil falsch, dass man da einfach mal gegenschneiden muss. Ich war auch bei dem Gespräch von Herrn Seehofer und Frau Merkel nicht dabei. Aber Sie haben jetzt die Sichtweise von Herrn Seehofer geschildert. Das, was wir hören, ist, dass an diesem Abend Frau Merkel in Zügen das präsentiert hat, was jetzt gestern zum Kompromiss wurde. Herr Seehofer da aber entweder nur das Wort Zurückweisung las und oder nicht richtig wiederfand, nicht darauf eingegangen sein soll, heißt es. Und insofern, wenn er am nächsten Tag, am Sonntag sagt, 0,0 sei die Kanzlerin auf ihn eingegangen, aber es tatsächlich schon eine Verhandlungsebene gab, dann fragt man sich natürlich, wo er präsent, also wie, wo er anwesend war. Das hat man in den letzten Wochen auch gemerkt. Er hat wir haben über 4 Wochen über einen Masterplan gesprochen, der nicht vorgelegt wurde von einem Minister, der selten da war. Muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen? Ja. Ne? Da fliegt fast eine Regierung in die Luft, weil sie sich zerstreitet über etwas, was keiner kennt. Genau, und der Minister dazu es nicht vorstellt, in Sitzungen fehlt, zu einem einzigen Problem, Zurückweisung an der Grenze, was vielleicht ein paar hundert Flüchtlinge betrifft. Das heißt also, eine Regierung, die 6 Monate versucht hat, zusammenzukommen, erst Jamaika, dann Große Koalition, hat Beschlusslagen, die Union hat eine Beschlusslage, das Regelwerk zur Migration vom Oktober, wo ganz bewusst dieses Wort Zurückweisung, also nationale Alleingänge, Zurückweisung an der Grenze rausgenommen wurde. Das war auch das Versprechen der CSU, dass Merkel das nicht wieder auf den Tisch bekommt. Und dann ist diese Regierung gerade dabei, eine inhaltliche Arbeit zu beginnen. Und dann führt die CSU sowas auf. Es wäre ja vielleicht nicht nur die Fraktionsgemeinschaft und die Regierung daran gescheitert, sondern es hätte einen ganz großen Ansehensverlust dieses Landes in Europa gebracht. Und ich finde, mit dieser Gemengelage und mit dieser Wucht, die dahinter stand, für ein Einzelproblem, also sagen wir, es geht um ein paar hundert Flüchtlinge, die CSU konnte das bisher nicht beziffern. Ich glaube, bei einer Überprüfung waren 2 oder 3 herausgepickt worden, ist das einfach in keinem Verhältnis mehr zu dem, was an Schaden angerichtet wurde. Also bayerische Innenminister hat die Zahl. Der bayerische Innenminister hat die Zahl mit etwa 20.000 bis 30.000 im Jahr beziffert. Also es ist in der Tat nichts, was das Land sozusagen total gefährdet. Aber es ist natürlich aus unserer Sicht schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss dazu sehen, die CSU hat nach der sehr schlecht verlaufenden Bundestagswahl analysiert, dass die Menschen uns nicht abgenommen haben, dass wir im Bereich der Asylpolitik wirklich eine Änderung vorgenommen haben. Die Politik der offenen Grenzen war zwar im September 2015 einigermaßen populär, ist aber dann sehr, sehr unpopulär geworden. Und dass die CSU erleben muss, dass eine Partei rechts von uns bei der Bundestagswahl 12,8% kriegt, das ist ganz, ganz hart analysiert worden. Rechts von uns darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben, ist einer der Kernsätze, die jeder von der CSU gelernt hat. Und dann war die Analyse, dass wir im Bereich der Innenpolitik, der inneren Sicherheit, ganz klare Merksätze machen müssen. Duftnoten, die jeder in Bayern, jeder in Deutschland weiß. Und drum hat auch Horst Seehofer das Innenministerium angestrebt. Er war ja nie ein Innenpolitiker. Er wollte das Finanzministerium und er sollte dann das Innenministerium nehmen, was er erstmal gar nicht haben wollte. Und verwaltet das ist schon richtig. Aber er hat es auch aufgebaut in einem Bauen- und Heimatministerium. Als Innenminister wollte er jedenfalls dann dafür sorgen, dass jeder in Deutschland weiß, jetzt hat innere Sicherheit den entsprechenden Stellenwert. Parteipolitik in einem Bundesamt. Nein, er will deutlich machen, dass innere Sicherheit einen Stellenwert hat, dass jetzt auch eine klare Wende in der Asylpolitik ist. Die Frage ist halt, Herr Beckstein, warum fällt ihm das jetzt erst ein? Nein, er hat mir auch gesagt, also du hast in deiner Zeit als Innenminister die Duftnoten für ganz Bayern und über Bayern hinausgesetzt. Und ich werde jetzt als Innenminister für Deutschland dieselbe Bedeutung kriegen, die du damals in den besten Zeiten mal hattest. Im Grunde das bayerische Modell sozusagen kopieren. So ist es. Er wollte sozusagen die innere Sicherheit und die Frage Asylpolitik
damit aus dem Modell Bayern für ganz Deutschland übertragen. Nochmal zurück in diese achtstündige Sitzung. Irgendwann kommt es zum Äußersten. Horst Seehofer kündigt an, sagt, ich schmeiß jetzt alles hin. Was passiert da? Also es waren, wie gesagt, 56 Wortmeldungen. Und dann fasst Seehofer zusammen. Und in der Zusammenfassung sagt er also, er bleibt dabei, dass es völlig eindeutig ist, dass der europäische Gipfel nicht die wirkungsgleichen... Was für ein fürchterliches Wort. Das wird jetzt schon das Unwort des Jahres, wirkungsgleich. Das ist richtig, aber das hatten wir im Beschluss vom 18. Juni, ja, schon klar. Dass wir sagen, es müssen wirkungsgleiche Beschlüsse kommen, sonst bestehen wir auf der Zurückweisung. Das war sozusagen die Grundlage. Er hat dann gesagt, ich lese den Beschluss, der damals Satz für Satz abgestimmt worden ist, der Satz für Satz einstimmig beschlossen worden ist. Ich lese jeden Satz vor und fasse nach der gesamten Diskussion zusammen. Und da sagt er bei diesem wirkungsgleichen Beschluss als Voraussetzung, dass auf Zurückweisung verzichtet wird. Wir waren uns alle einig, dass das nicht der Fall ist. Die einen haben das mit großer Härte gesagt, aber es hat niemanden gegeben, der gesagt hat, dass es wirklich unzweifelhaft wirkungsgleich ist. Er sagt, es ist eindeutig nicht wirkungsgleich. Er hat sich darauf berufen, dass seine Fachleute ihm das auch im Detail erläutert haben. Und dann sagt er also, dann haben wir eine klare Konsequenz zu ziehen, dass der Beschluss des Europäischen Rates nicht ausreicht. Und dann hat er eine Pause gemacht und hat gesagt, aber die Kanzlerin hat das Wort Richtlinienkompetenz in den Mund genommen. Und es war eine ganz schwierige Auseinandersetzung, auch von der Atmosphäre her. Und er ist jetzt 30 oder 40 Jahre im Bundestag, war über 10 Jahre Bundesminister, ist 10 Jahre bayerischer Ministerpräsident. Dann lässt er sich nicht wie ein Hund vom Hof jagen und entlassen, sondern dann wird er selber die Initiative ergreifen und er tritt von dem Amt des Bundesinnenministers zurück, hat eine Pause gemacht und er tritt weiter von dem Amt des Parteivorsitzenden zurück. Und dann hat er Alexander Dobrindt das Wort erteilt, der Miteinladender gewesen ist, denn das war eine Sitzung des Parteivorstands und der Landesgruppe im Bundestag. Und dann hat Dobrindt erst mal nach Worten gerungen, das hat man gemerkt, er war ziemlich überrascht. Und wir waren alle, das war eine... Aber waren Sie wirklich überrascht? Ja, natürlich. Aber wie konnte man denn davon überrascht sein, wenn man etwas so weit eskaliert? Also sag mal, wenn man so weit auf den Baum hochklettert, so lange, bis man irgendwann nicht mehr runterkommt und dann oben sitzt und sagt, Mutti, hol mich jetzt wieder aus der Baum. Also ich hatte erwartet, wenn er die Eskalation weitertreibt, dass er dann sagt, er wird den Beschluss in Kraft setzen und dann wäre die nächste Eskalationsstufe bei der Kanzlerin gewesen. Ja. Oder wenn er dem zuvorkommen wollte, dass er nach Inkraftsetzen dieser Zurückweisungsverfügung, dass er dann zurücktritt. Das hätte ich für möglich gehalten. Aber dass er sozusagen alles bis auf die Spitze treibt und dann sagt, ich trete zurück, das hat auch mich total überrascht. Ich kenne ihn seit nochmal 30 Jahren, kenne durchaus, dass er auch alle Tricks beherrscht, die man nur in der Politik beherrschen kann. Weiß, wie das in der Zeit gewesen ist, wie auch Horst Seehofer beispielsweise mit Erwin Huber in der Auseinandersetzung gewesen ist. Aber dass das erfolgt, hat mich überrascht. Und Dobrindt hat dann gesagt, er kann diese Erklärung nicht so akzeptieren. Und er bittet um eine Unterbrechung. Das sollen der engste Parteivorstand beraten. Viertelstunde, alles soll noch da bleiben. Dann sind wir auch da geblieben, obwohl es 2 Stunden fast gedauert hat. Und dann ist gekommen, also noch ein Versuch am Montag. Ein Versuch so. Und jetzt der Rücktritt vom Rücktritt. Ja. Wie finden Sie das? Gut, Seehofer selber hat analysiert, er hat alles jetzt erreicht, was er haben wollte. Also ich meine schon, dass es ein Kompromiss ist, wo beide Seiten noch mal deutlich nachgegeben haben. Ich meine, das wäre sehr viel vernünftiger gewesen, offen gestanden, wenn man das vor 14 Tagen oder 3 Wochen gemacht hätte. Aber besser spät als nie. Das amüsiert sich, ich merke das. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, machen Sie sich da manchmal Sorgen, auch so im kleinen Kreis, um die Glaubwürdigkeit auch von Politik insgesamt? Natürlich. Ich meine, es ist ein schauriges Schauspiel, das da vor den Augen der Öffentlichkeit so stattfindet. Es ging ja doch irgendwann nicht mehr um die Frage, ob da ein paar tausend Leute zurückgewiesen werden oder nicht. Das war ein ganz brutaler Machtkampf, darum ging es. Da ist schon was dran.
Aber von den 56 Wortmeldungen haben ein überwiegender Teil davon gesprochen, es geht um unsere Glaubwürdigkeit und deswegen können wir nicht einen Kompromiss machen. Oder die Menschen haben in uns, die uns gewählt haben und wählen sollen, haben uns Vertrauen und wir dürfen dieses Vertrauen nicht enttäuschen, sondern müssen hart bleiben. Das war die Stimmung. Was würden Sie sagen, wie viele Leute sind jetzt enttäuscht, dass er vom Rücktritt zurückgetreten ist? Also die ganz überwiegende... In der CSU meine ich jetzt. Also die ganz überwiegende Anzahl derer, die an diesem Sonntag dabei gewesen sind, also die in den Führungsgremien der Partei sind, sind heilfroh, dass es zu einem Kompromiss gekommen ist. Denn es ist auch für mich, und nochmal, ich bin 40 Jahre Abgeordneter gewesen, war 20 Jahre in der Regierung. Ich hätte mir nicht zugetraut zu sagen, wie geht es weiter, wenn es nicht zu einem Kompromiss gekommen wäre. Ob nicht dann der Parteivorsitzende bei der Frage, er tritt zurück, auch dann gesagt hat und er empfiehlt den Ministern auch, den anderen Ministern zurückzutreten. Wurde das schon gesprochen über Nachfolge? Offiziell natürlich nicht, aber aber jetzt, wo wir unter uns sind? Selbstverständlich wird das ist eigentlich noch bevor überhaupt die Situation da ist, überlegt man, wer könnte denn Nachfolge sein? Ehrlich? Da sind manche Leute, die sagen, die sich selber für geeignet haben und zum andere. Also jetzt sage ich mal, wen ich für geeignet gehalten hätte, war der Joachim Herrmann, den ich sogar in der Pause angesprochen habe. Der Innenminister des Bundes dann. Der bayerische aktuelle Innenminister. Der dann auch Spitzenkandidat für die Bundestagswahl war und mit dem die CSU auch das Amt des Bundesinnenministers beansprucht hatte. Das war ja eine ganz spannende Geschichte, dass er dann nicht in den Bundestag gekommen ist, weil das Ergebnis so schlecht war. Und dann Horst Seehofer wurde, aber ich hätte den Joachim Herrmann sofort als Bundesinnenminister für geeignet gehalten. Übrigens, für geeigneter als Seehofer? Von seiner Erfahrung im Amt ja, von der Frage des Spielens auf oberster politischer Ebene, da kann keiner von uns mit Horst Seehofer mithalten. Nicht mal Söder. Okay. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das ein Kompliment ist. Also offen gestanden bin ich mir sicher, dass ich, wenn ich heute heimreise, im Zug eine SMS von Markus Söder habe. Das ist nicht freundlich, dass ich ihn... Sie kriegen Zurückweisung an der Grenze. Sie nicht einreisen. So was hier Zug von nach Hamburg. Das ist Wahnsinn. Und nur ganz kurz, die Personale müssen wir natürlich noch klären. Also Herrmann wäre Innenminister geworden, Bundesinnenminister. Was wäre Söder geworden? Parteichef, König von Bayern? Also da waren drei Namen im Gespräch. Das wäre entweder Manfred Weber oder Dobrindt oder Söder. Europaparlament, ja. Aber in jedem Fall, wir haben im Oktober Landtagswahlen, dass jetzt vorher dann unter Umständen eine Auseinandersetzung ist, wer ist Parteivorsitzender, ist natürlich eine verheerende Situation. Ich mache aus meiner persönlichen Meinung, ich kann nicht mehr für die Partei sprechen, aber meine persönliche Meinung ist dass diese harte Auseinandersetzung auch für den Landtagswahlkampf keineswegs positiv war, sondern ausgesprochen negativ. Ich habe das auch in der Sitzung sehr deutlich gemacht, dass ich sage, dass wir nicht glauben sollen, dass wir nur mit 150-prozentigen konservativen Politik machen können, sondern wir haben auch einen liberalen Flügel in der Partei. Das ist ja die total interessante Frage. Ne? Wo steht dieses Land eigentlich mittlerweile? Was meinen wir, wenn wir sagen? Ja, wir, dieses Deutschland, weil jeder meint mit wir etwas anderes. Muss ich nur mal diese Runde hier zum Beispiel anschauen oder wer hier auf den Rängen sitzt. Ja, das ist ein sehr, sehr heterogenes Land mittlerweile und insofern eine sehr spannende Frage. Aber in Bayern heißt es immer, wir sind wir. Das bleibt ja auch richtig, bis auf Weiteres. Bayern sagen wir, sagen wir, Horst. Es gibt so eine Analogie zum Fußball. Im Fußball bei zwei Mannschaften, eine ist schwächer, die andere ist stärker. Und dann sagt der Trainer der Schwächeren oft genug, es muss uns gelingen, die auf unser Niveau runterzuholen. Und wenn die CSU sagt, rechts von uns darf es niemanden geben. Also der AfD ist es jedenfalls gelungen, was die letzten Wochen angeht, das Ganze auf dieses Niveau runterzuziehen. Und das ist das Verheerendste und das ist das, was
was bei den Leuten auch hängen bleibt. Und das ist also jetzt sage auch ich Ihnen, und ich rechne mich dem liberalen Flügel in der CSU zu, jedenfalls seitdem ich nicht mehr im Amt bin, sage ich das ja mal etwas lockerer. Ja, Sie können ja jetzt viel ehrlicher sein. Ne? Sie haben ja hier mal, Herr Beckstein, für mich unvergessen den schönen Satz gesagt, ich habe in der Politik nie gelogen, ich habe nur manchmal nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ja, das ist doch völlig klar. Ja. Das macht übrigens fast jeder Mensch. Wenn, fast jeder, ist es richtig. Wenn ich im Schulkonzert sage, ihr habt schön gespielt, und die volle Wahrheit sagen würde, dann hätte ich danach keinen einzigen Freund mehr. Vorsicht jetzt, ist glaube ich jetzt schon passiert. Ist jetzt schon passiert. Aber ich will noch mal sagen, die Frage, dass wir es schaffen müssen, auch den konservativen Wähler wieder für die Union, insbesondere für die CSU zu gewinnen, das halte ich auch für eine ganz wichtige staatspolitische Aufgabe. Da haben Sie recht. Ich meine, Sie haben ja auch das Schicksal der SPD vor Augen und so weiter. Ja, Spaltung mit der Linkspartei und so weiter. Ich war mal Innenminister, wo die Republikaner bei uns in Bayern schon mal 15% hatten. Und so weiter, genau. In der Tat. Deswegen finde ich, sollte man das jetzt auch nicht marginalisieren. Und ist auch heute nicht der Abend, um einfach klar zu sagen, der ist böse oder die ist böse. Sondern da gibt es sehr viel dazwischen. Und ich finde es halt tragisch, Frau Dunz, dass am Ende alles eine eigentlich wichtige Auseinandersetzung auf so einen Streit im Grunde zwischen zwei Menschen zugespitzt wurde, aus dem am Ende ja keiner ohne Gesichtsverlust wirklich rauskam. Das hat auch übrigens Seehofer sehr geärgert, dass er gesagt hat, dass aus einer kleinen Personalfrage eine solche Personalfrage hochgezogen wird. Das hat er auch selber als ganz unfair empfunden. Aber hat das auch das empfunden, dass er das mitgemacht hat? Das hat er doch betrieben, Herr darüber gibt es Leute, die das ähnlich sehen, aber nicht alle. Ja, Frau Dunz, noch mal. Also da kommt ja keiner ohne Gesichtsverlust raus. Nein, der große Bruch war die berühmte Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, als Frau Merkel als Bundeskanzlerin in einer entscheidenden Frage, nämlich ob, da muss man dazu sagen, Sie sprechen immer von Grenzöffnung, die Grenzen sind auf innerhalb von Europa. Es wäre darum gegangen, eine Grenze sozusagen auf einem Teil zu schließen. In dieser ganz entscheidenden Frage hat sie versucht, Herrn Seehofer zu erreichen. Er war als Ministerpräsident nicht übers Telefon zu bekommen, was sehr ungewöhnlich ist. Und so hat sie diese Entscheidung damals alleine getroffen. Da fing das an. Also gut verstanden haben die nur sich mal, ja nie. Mal, guter aber, Hinweis mal, aber, wichtig fürs Protokoll, das noch mal so deutlich zu hören. Aber das war aus Sicht von Herrn Seehofer ein Vertrauensbruch, weil sie diese Entscheidung getroffen hat, ohne ihn anzurufen oder ohne ihn zu erreichen. Mhm. Und für Frau Merkel war es unfassbar, dass sie in einer Situation, die wichtig ist, einen Ministerpräsidenten nicht erreicht. Dann fing der, also das ist ein Zerwürfnis, das nicht wieder zu kitten ist. Das wird auch in Zukunft nicht so kommen. Und 2016 hat Herr Seehofer der Bundeskanzlerin eine Herrschaft des Unrechts vorgeworfen und mit Verfassungsklage gedroht. Dann haben die diesen Wahlkampf versiebt. Dann haben sie genau, das dann nicht, was ja nicht erfolgreich war, dieses Gutachten. Dann haben sie diesen Wahlkampf versiebt, sage ich mal. Und nach der Wahl haben sie ein Regelwerk der Migration gefasst, wo da schon alle gesagt haben, wenn wir das vor der Wahl gehabt hätten, wäre es nicht so schlimm gewesen. Und dann bildet man mühselig diese Regierung, aber die beiden kommen nicht mehr zusammen. Es ist kein Vertrauen da, es ist ein zerrüttetes Verhältnis. Frau Merkel kann sich in dem Fall, muss man sagen, auf Herrn Seehofer nicht verlassen. Er ist für sie nicht berechenbar. Und umgekehrt hat er zu ihr, ja, also er möchte ihr, so kam das jetzt rüber in den letzten Wochen, noch einmal richtig schaden. Und aus diesen Beweggründen heraus Politik zu machen, ist es immer schwierig. Denn nach dem EU-Gipfel, wo in Brüssel wirklich viel erreicht war, hätte die CSU sich hinstellen können und sagen können, wir sind die Größten. Wir haben die Kanzlerin dazu gebracht, dass sie das und das erreicht hat. Im Übrigen, was ich an dieser Stelle ganz dringend einmal worauf ich hinweisen möchte, ist es eine derartige Abschottung Europas, wenn wir nicht gebunden wären, fokussiert auf das Auseinanderbrechen der Union und dieser Regierung gewesen wären, dann hätten wir noch mal sagen können, geschlossene Lager in Afrika, in ärmsten Ländern, wo die EU überhaupt nicht unterfüttert, wie sie es genau machen will. Das Mitfühlen, diese Hartherzigkeit, die darüber kommt, das ist gar nicht zum Thema geworden, weil man immer gedacht hat, bricht die Union auseinander, bricht die Regierung auseinander. Dann kommt die Kanzlerin mit diesem Ergebnis wieder.
Und die CSU oder Herr Seehofer in Person sagt dann dieses Wort nicht wirkungsgleich. Das ist, finde ich, ein mangelnder Respekt vor einer Europäischen Union, diesen Regierungschefs, Staats- und Regierungschefs, die da verhandelt haben, sehr viel erreicht haben. Und es war nach meiner Ansicht ungeschickt bis dumm zu sagen, dass das nichts gebracht hat, weil dahinter kam, Herr Seehofer hat sich ja immer weiter reingeritten, es musste dann eskalieren, genau, in dieser Drohung, dass er zurücktritt, die dann ja auch noch daneben gegangen ist. Und da glaube ich, dass der Schaden für die CSU so groß ist, Sie haben das gerade selber vielleicht angesprochen. Vielleicht für die Politik insgesamt, oder nicht? Für die Politik insgesamt, weil wenn wir auf 2015 zurückgehen, wir reden seit 3 Jahren über Flüchtlinge, die Situation hat sich drastisch entspannt. Die CSU hat de facto eine Obergrenze bekommen. Es gibt weniger als 200.000 Flüchtlinge, die jetzt kommen. Und es ist nie genug. Es reicht der CSU nicht. Es wird nicht richtig über Pflege gesprochen, den Pflegenotstand, viele andere drängende Probleme in Deutschland, sondern es wird immer wieder dieses Thema genannt. Und das ist einfach ein Programm für die AfD. Und das nehme ich der CSU nicht so ganz so heroisch ab. Wir werden das heute von uns nicht alles sozusagen in allen Details ausdiskutieren können. Nur ganz an Sie persönlich die Frage, weil Sie sie auch ein bisschen besser kennen als fast alle anderen. Wie wird Angela Merkel das nehmen? Wie geht sie mit sowas um? Eine Frau, der man ja gelegentlich oder ihre politischen Gegner nachsagen, die sitzt einfach am Wasser und wartet, bis die Leichen ihrer Gegner vorbeitreiben. Also ich glaube, dass die Herrschaft des Unrechts der Dreh- und Angelpunkt ist, warum sie, glaube ich, aus meiner Sicht mit Herrn Seehofer, wenn man von einem Verhältnis spricht, gebrochen hat. Ich glaube aber, dass sie professionell genug ist, auch mit einem Kontrahenten, auch mit einem schwierigen Charakter für wie Herrn Seehofer gemeinsam Politik zu machen, weil sie auch um seine Verdienste weiß. Ich glaube aber, Frau Merkel hat ja mal einen Traum geäußert, selbstbestimmt aus der Politik auszuscheiden. Ich entscheide, wann ich genau, gehe. Genau, im Gegensatz zu all ihren Vorgängern, also den Zeitpunkt zu wählen, wo sie es noch in der Hand hat. Und sie hat diese Krise jetzt noch einmal überstanden. Und ich glaube, wenn sie diesen Traum wahr werden lassen will, dann muss sie sich jetzt schnell überlegen, wie sie den Wechsel einleitet. Weil es ist davon auszugehen, dass die CSU nicht Ruhe geben wird, dass je nachdem, wie die bayerische Landtagswahl ausgeht, da wieder etwas kommt. Die Stimmung ist derart vergiftet, auch in der Unionsfraktion im Bundestag, dass man nicht lange darauf warten muss, bis die nächste Schwierigkeit kommt. Und wenn sie es jetzt noch einleiten will, dann muss sie es bald machen, weil sonst könnte ich mir vorstellen, fegt diese ganze Regierungsschwierigkeit das, über sie hin. Also, lassen wir es einfach mal so als Drohkulisse da stehen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Sepp Maier ist bei uns und Marcel Reif, mit denen wir über Fußball sprechen wollen. Sepp, Seehofer bleibt, Jogi Löw bleibt offensichtlich auch. Ist doch alles in Butter. Ja, aber Mannschaft bleibt auch. Mannschaft bleibt auch. Ja, okay. Hättest du Jogi Löw geraten, zurückzutreten nach dem Also ich hätte schon gedacht, dass er nicht mehr weitermacht. Denn ich weiß nicht, es ist so viel also von Außenstehenden, wenn man das Außenstehende angeschaut hat, die WM jetzt in Russland, es muss so viel schiefgelaufen sein, was wir eigentlich gar nicht wissen. Innerhalb der Mannschaft, weil so kann man sich nicht präsentieren bei den 3 Spielen. Da muss irgendwas verkehrt gelaufen sein. Es ist schon einmal Anfang, erstens schon einmal. Manuel Neuer, gut, ich mag ihn gern, ich bin ja befreundet mit ihm. Manuel Neuer spielt 8 Monate nicht mehr Fußball aufgrund seiner Verletzung. Der Ter Stegen, der macht eine super Saison in Barcelona. Kommt zurück, Manuel Neuer spielt, er spielt ja nicht, wird er fit, wird er nicht fit. Er muss noch 3 Spiele machen, bevor die WM angeht, macht er keine 3 Spiele mehr. Manuel Neuer spielt doch. Also ist schon mal ein Punkt, Torhüter. So blöd kann man nicht sein, dass man sagt, okay, ich freue mich jetzt, dass Manuel Neuer spielt, obwohl er 8 Monate nicht mehr gespielt hat. Also da irgendwo schon der Wurm drin. Dann kommen die also es war eine falsche Entscheidung? Nein, eine falsche Entscheidung nicht, aber das Hin und Her immer. Ja, immer das okay. Hin und Her. Und dann, das ist Seehofer-esk eigentlich schon fast. Und dann kommt noch dazu, unsere 2 Deutschtürken, die machen das mit dem WM-Trikot.
mit dem Erdogan und alles, das hätten sie ihm jetzt geben sollen. Da hätte er eh keinen Wert mehr draufgelegt, wenn sie es jetzt ihm geben. Aber zur Wahl, weil ja gewählt muss, das macht man auch nicht. Und dann haben sie sich so schlecht verhalten vom DFB. Der Gündogan, der hat sich entschuldigt und Özil hast du bis heute noch nichts gehört. Und dann kommen die drei Länderspiele. Also sowas von grottenschlecht habe ich ja vorbereitet, überhaupt noch nicht gesehen, wie die gespielt haben. Und da muss doch was verkehrt sein. Und da drehen wir ins Turnier ein. Mexiko 1-0 verloren, dann geht's weiter. Dann spielen wir letzte Sekunde gegen Schweden noch gewonnen, mit viel Glück. Und dann kommt das Südkorea. Und dann verlierst halt das. Das gibt's doch gar nicht. Du musst irgendwas nicht los. Also irgendwas los gewesen sein, weil ich habe die Mannschaft noch nie so gesehen. Es hat zwar immer in den ganzen Abständen, wo die WMs waren, ich war ja auch oft dabei, haben wir super Jahre gehabt, 6, 7, 8 super Jahre, Europameister, Weltmeister, alles geworden. Und dann hat es wieder Flauten gegeben, wo du einfach mal rausgeflogen bist. Sowas gibt es auch im Fußball. Und außerdem muss ich sagen, Deutschland spielt nach wie vor einen hervorragenden Fußball, denn umsonst wären wir nicht 8-mal im Endspiel gewesen und 4-mal Meister. Und Brasilien war nur 6-mal im Endspiel und sind 5-mal Meister geworden. Also wir waren öfters in den Endspielen wie Brasilien. Nur heuer hat es nicht geklappt. Aber es gibt nur wieder Auftrieb. Aber ob das mit Yogi, ich weiß nicht, da hat er irgendwas verkehrt gemacht. Da sehen wir gerade dieses Bild. Wir haben neulich mit Gerd Rubenbauer auch schon hier gesessen und darüber gesprochen. Der sagte, er hätte nur die Fernsehbilder gesehen, Marcel. Ja. Die Fernsehbilder gesehen und sagte, zwischen diesen beiden stimmt irgendwas nicht mehr. Oliver Bierhoff ist ja jemand, der jetzt gerade wirklich auch so medial sehr in den Fokus rückt. Welche Rolle spielt eigentlich, Marcel, ein Sportdirektor? Was sind dessen Aufgaben? Die Aufgaben sind, ein Umfeld zu schaffen, wo ein sportlicher Verantwortlicher, also der Trainer oder das Trainerteam, diese Mannschaft zur Höchstleistung bringen kann. Er hat für das Außen herum zu sorgen, dass alle Dinge so stimmen. Sie haben aber nicht gestimmt. Es sind x Dinge gelaufen, die jetzt im Nachhinein dir natürlich auffallen. Beispiel? Beispiel. Also, mein Hauptargument war, dieses fasziniert starren auf die Titelverteidigung. Also nicht, wir gehen jetzt in ein Turnier, wir gucken, wer sind die Besten, wer spielt. Und wir spielen dieses Turnier. Nein, es ging um, wir müssen die Historische schaffen. The best never rest. Das ist zwar ein Slogan eines Autokonzerns, aber den haben sie sehr gerne genommen. Wir müssen Historisches schaffen. Also ein Zeugs, was du dieser Mannschaft aufpflasterst. Und das hat nicht funktioniert. Dann gehst du in ein Quartier, das ganz sicher nicht ideal war. Aber, sagt Bierhoff, und er hat sich durchgesetzt gegen Löw, wir gehen nicht dahin, wo ihr hin wollt, nämlich nach Sochi, wo die Atmosphäre so ist, dass man da vielleicht wo die Sonne scheint, arbeiten kann, sondern wir gehen in schön ist und warm, Fichtenwald und in einen Plattenbau in der Nähe von Moskau. Warum? Denn wir kommen ja ins Halbfinale und dann ins Finale und da spielen wir in Moskau. Da sind die Reisen kürzer. Das heißt, also du gehst das Projekt von hinten an quasi. So, ja? Und kann man das auch Projekt Größenwahn dann nennen an so einem Punkt? Selbstherrlich war das. Hybris hat sowas Aktives. Also dass du sagst, wir sind so doll, das kriegen wir schon hin. Nein, ich glaube, die wollten, nicht, ne? Aber im Hinterkopf. Also gar nicht, dass du es vor dir herträgst. Wir sind Weltmeister, das wird schon. Sondern das hatte sich so eingebläut. Verselbstständigt so. Und du mit dieser Einstellung bist du dahin gegangen. Dann spielst du diese Kasperl-Vorbereitungsspiele, spielst einen solchen Schrott daher. Und ist auch schon vorher losgegangen. Weil in der Nationalmannschaft waren 7 Bayern-Spieler. Und die letzten 4 Wochen von Bayern München war eine einzige Katastrophe. Sie haben zwar 2-mal gegen Real super gespielt, sie mussten gewinnen, haben 2-mal verloren. Dann hätten gewinnen können, ne? Ja, sag ich ja. Sie mussten gegen Real absolut gewinnen in den 2 Spielen. War klar die bessere Mannschaft, verlieren, fallen raus. Dann das letzte Bundesligaspiel, ein großes Zirkus-Tam-Tam im Allianz Arena, Abschiedsfeier, mit anschließender Meisterschaftsfeier. Verlierst du halt Stuttgart 4-1. Dann können Sie sich vorstellen, was das für Stimmung war. Mhm. Eine Woche später, Eintracht Frankfurt, jetzt packt man sie wieder, Pokal holen wir. Verlierst wieder 3-1. Dann fährst du in der Nationalmannschaft mit 7 Bayern-Spielern. Und da gehört dann jemand her, der das alles, die Mannschaft, die 7 Spieler wieder aufbaut,
Aber das sind noch in den Köpfen drin, weil wenn du das ganze Jahr meinst, jetzt wärst du Pokalsieger, deutscher Meister bist du sowieso, dann wirst du Europapokalsieger. Und die haben wir darauf hingearbeitet. Und noch in 3-4 Wochen ist es alles weg. Das heißt, du sagst, das hängt denn schon im Hinterkopf. Ja, sicher hängt es drin. Ich würde nicht sagen, wenn es bloß ein Spieler war, aber es waren ja 7 Spieler. Und von den 7 Spielern waren die meisten in der Abwehr. Mhm. Das heißt, du baust da einen Trainer, der in der Lage ist, das quasi wieder rauszupusten. Auf alle Fälle, logisch. Das Fußballspielen muss der denen nicht beibringen. Ja, aber Marcel, noch einmal ganz kurz. Ich habe vorhin das mit großer Aufmerksamkeit in diesen Tagen einen Artikel von Michael Horeni gelesen, FAZ, den du sicher auch kennst, der genau das bemängelt. Er sagt, Sportdirektor, Hashtags, das ganze Zeug, Slogans kreieren und so weiter, Sponsorentermine, also zum Beispiel mit SAP, kurz vor dem entscheidenden ersten Spiel hat man dann diesen Termin. Dann stellt sich raus, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, weil Oliver Bierhoff ist auch Markenbotschafter dieses großen deutschen Softwarekonzerns SAP und so weiter. Also, was ich daraus gelesen habe, war die große Frage, haben wir möglicherweise zu viel geschäftliche und andere Dinge, Marketing-Dinge im Hinterkopf und haben denen dadurch die Möglichkeit genommen, sich wirklich zu konzentrieren auf Fußballspielen? Im Nachhinein, das ist ja das Schöne, dass wir heute Abend sagen können, hat vieles einen Beigeschmack. Und wenn es schief geht, war es grottenfalsch. Du hast junge Menschen, Fußballspieler sind noch junge Menschen, ja, die sehr in einer eigenen Welt, in einer ziemlich kleinen Leben, Fußballwelt. So. Und das Ganze drumherum schafft offensichtlich eine Gemengelage, mit der du in ein Spiel gehst, wie gegen Mexiko. Da gab es ja wunderbare Szenen im Spiel, die vieles erklären. Also die Mexikaner, was sollen die machen? Die sind 2 Klassen schwächer als Deutschland, von der individuellen Qualität, jeder Spieler. Mhm. 1 bis 2 Klassen. Das ist keine Großkotzigkeit und das ist Fakt. So. Und die deutsche Mannschaft wird mit 40 Menschen, die da im Staff, heißt das ja immer, vorbereitet werden auf dieses Spiel. Und dann werden Videos geguckt, 1000 Dinge. Nach dem Spiel sagt Boateng, wir waren überrascht, dass die so spielen und nicht anders. So, also erstens hast du dich in der Vorbereitung vercoacht und im Spiel selber. Also die Mexikaner, wenn du unterlegen bist, was machst du? Du rennst wie ein Kanickel und du haust auf die Hölzer. Also die haben körperlich durchaus bemerkenswert, sind in die Zweikämpfe schon wieder gegangen. Diese Analogien zur Politik. Und unsere Spieler sind bei jedem Ding fast beleidigt, umgefallen und sind liegen geblieben und waren offensichtlich empört, wie mit einem Weltmeister umgegangen wird. Und wenn du dir da 2, 3 Szenen raussuchst aus diesem Spiel, wirst du alles verstehen, warum diese WM... So, ist es korrekt, auch das ein kleines, aber vielleicht nicht unwichtiges Detail, mich im Nachhinein gefragt. Derselbe Michael Horeni schreibt in diesem Artikel, dass der Berater von Özil und auch Gündoğan auch der Berater ist, oder er schreibt es als Fakt, dass der Berater, der auch der Berater von Joachim Löw ist. Ja, das ist ja kein Geheimnis. So. Aber wenn das so ist, erklärt das dann, warum man das ganze Thema nicht ernst genommen hat und versucht hat, einfach so abzuräumen, so nach dem Motto, wir reden da gar nicht groß drüber und dann haben wir ein Problem weniger? Ist keine übermäßig steile These. Es ist so, dass es so ist, wie es ist. Das ist Fakt, das bestreitet ja niemand. Das ist mir ehrlich gesagt auch völlig wurscht. Es ist mir völlig egal, welche Berater, wo, wenn die, was ich jetzt höre, aber das weiß ich nicht. Nur man hört es, dass dieser Berater oder bestimmte Leute die einzigen waren, die in das Trainingsquartier in Südtirol durften und andere nicht. Da fragst du dich, sag mal, die Spieler sind noch mal. Also der Mann, den wir hier sehen, soll, so beschreibt es auch Michael Horeni, soll Zugang als einziger Berater zum Trainingsquartier gehabt haben. So war, keiner von uns war in diesem Trainingsquartier, das war ja abgeschottet wie Fort Knox. Auch eine Geschichte am Rande. Aber wenn es so ist und so wäre, wäre es ausgesprochen misslich. Denn die Spieler, die diesen Berater nicht haben, die können noch so, wie soll ich sagen, fokussiert auf andere Dinge sein. Aber das schnallen die sofort und sagen, was läuft hier eigentlich? Wie gehen diese Dinge? Und wenn Özil, sagst, Gündoğan hat sich entschuldigt, nur gut geschenkt, er hat sich zumindest geäußert. Aber wenn Özil sich nach dieser ganzen Geschichte mit diesem Foto hinstellen soll, ich sage kein Wort dazu, ich gehe auch nicht, es gibt einen Medientermin, einen der wenigen, wo Journalisten was fragen durften. Ansonsten wurde ex cathedra, wurden Wahrheiten, Weisheiten verkündet. wenn der Özil sagt zu diesen Medien, nö, ich gehe da nicht hin. Und wenn dann eine sportliche Führung nicht sagt, du pass mal auf,
ihr beiden habt uns Probleme bereitet in der Vorbereitung. Du gehst selbstverständlich dahin. Und wenn du nicht dahin gehst, kann ich dir sagen, wo du hingehst. Nämlich nach Hause. Und zwar jetzt. Das ist alles nicht passiert. Du insinuierst jetzt, dass es an dem Berater lag. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Das sind Dinge, die eine Vorbereitung nachhaltig stören. Das haben wir hier x-mal beredet, glaube ich. Und haben gedacht, naja, wenn es gut geht, komm weg. Ja. Wurscht, ob die die Fotos machen, die zwei Kasper, das ist mir doch egal. Schlimm genug, aber so, wenn es dann so ist, ist es so. Aber wenn du so abschmierst wie das, dann suchst du natürlich nach Ursachen. Ich habe mich halt gefragt, ob diese ganzen vielen Aktivitäten, ich meine, jede Einzelne dieser Superstars, ja, und über solche reden wir ja hier, weltweit wirklich globale Marken sind das. Wenn jeder einzelne von denen ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen ist und Unternehmer auch ist, dann hat er viel zu tun. Dann muss er sich um viele, viele Dinge kümmern. Und ich habe mich gefragt, ob es weise war von Jürgen Klinsmann, 2006 zum Beispiel, kann man nachlesen, der hat all diese Aktivitäten im Grunde verboten. Gesagt, wir wollen keine großen Termine, wir konzentrieren uns nur auf Fußballspielen und wir drehen jeden Stein um, der da in diesem DFB, wir machen das jetzt. Sind Sie aber bloß Dritter geworden? Ja, aber da waren Sie, da gab es was zu gewinnen. Jetzt gab es damals gab es noch was zu gewinnen. Jetzt gab es nur noch was zu verlieren, nämlich die Titelverteidigung. Mhm. Und wenn du das weißt, dann musst du doppelt, glaube ich, jetzt im Nachhinein können wir hier groß kotzen. Nein, nein, es geht doch darum. Du musst dich fokussieren. Wenn du andere Mannschaften siehst jetzt bei diesem Turnier, das sportlich nicht überragend ist, wenn du siehst, was jetzt weiterkommt, wenn du siehst Uruguay zum Beispiel, eine Mannschaft, die sicher ein, zwei Stars hat, aber diese Stars rennen für die anderen. Wie die Irren. Cavani, die haben auch Superstars und trotzdem rennen für die Mannschaft. Ja. Die Mannschaft rennt mit denen und so kriegst du etwas in Bewegung. Bei uns hattest du das Gefühl, es rennen zwar auch viele, aber irgendwo in irgendwelche Gegenden, die dir nicht wirklich weiterhelfen. Die Zeit der Stars ist vorbei bei dieser WM, dieser Heldenfußball. Wenn eine Mannschaft für einen Einzelnen spielen soll, und der hält sich für wichtiger als den Rest, wird es nicht funktionieren. Ich sag ja nicht, dass bei uns war der Hauptstar dieser Stern auf der Brust. Wir sind Weltmeister. Und das wird schon von Anfang an aus den Testspielen, dann gegen Mexiko, das wird schon. Och, gegen Schweden war doch super. Die ganze Nation jubelt. Hey, gegen Schweden brauchst du in der letzten Sekunde ein Glückstor. Entschuldigung, großartig. Es war gegen Südkorea vom Fernsehen das Gefühl, 10 Minuten vor Schluss, wir schießen noch eins. Und so haben sie auch gespielt. Das Tor, das eine Tor, was wir brauchen, das schießen wir noch. Und dann, auf einmal 85. schießen die Südkoreaner. Ja, was ist denn jetzt passiert? Das haben sie gar nicht geglaubt. Aber die haben bestimmt 60 Minuten gemeint, was immer angerannt sind, immer den Ball hin und her geschoben, rechts, links, wieder vorher, wieder zurück. Irgendwann kommt einer durch, wir schießen das eine Tor, was wir brauchen. Und genau anders ist es. Meine, diesen Willen der Südkoreaner, für die hätten ja auch 10-0 verlieren können, es war ja egal. Die wären so oder so nach Hause gefahren. Ja, und trotzdem dieser unbedingte Wille zu gewinnen, das hat mir ehrlich gesagt schwer imponiert, muss ich wirklich sagen. Ja. Im Nachhinein noch echt den Hut davor. Konnte man ja bei den Japanern ja auch sehen, ja, als plötzlich 2-0 für Japan stand, habe ich erstmal Sushi bestellt. Das fand ich wirklich nicht schlecht. Aber du siehst, wenn du mit diesem Willen und so einer Leidenschaft spielst, kannst du sehr viel individuelle Klasse überragen. Ja. Und das ist denen gelungen, das gelingt diesem Turnier weiterhin. Und das ist, hat bei uns gefehlt. Und wahrscheinlich viel zu viel drumherum, viel falsche Einstellung. Der Führung ist es nicht gelungen, dieser Einstellung zu. Bloß sind die Japaner erschrocken, das 2-0 geführt. Das stimmt. Sie haben sich über sich selbst, über ihre eigene Courage ein bisschen erschrocken. Ja? Kurze Abschlussfrage an euch beide. Sollte Jogi Löw weitermachen, ja oder nein? Sepp, zuerst. Also, ich hätte es gewesen, wenn ich jetzt nicht gemacht. Ich hätte nicht weitergemacht. Bei mehr als Weltmeister kannst du nicht werden. Nee, und bei mir wären es nur die Lustigsten gewesen, nicht die Besten. Was sagt Marcel Reif? Warum macht er weiter? Wir haben vorhin die Politik. Ja. Ich glaube, das ist so eine Vertrampisierung. Jetzt geht es um die Frage, soll er weitermachen oder nicht? Was ich gern wissen möchte, ist, wie ist das Konzept? Wie sind die tiefgreifenden Veränderungen, die jetzt, hat er selber gesagt, notwendig sind? Die würde ich gerne hören. Dann würde ich gerne hören, hast du die Kraft, den Willen und die Lust? Vor allen Dingen auch, oder? Den Spaß, den haben die doch auch nicht. Und bist du Charakter, kannst du in dir selber was ändern? Er muss einiges an sich selber auch ändern, so wie er da gekommen hat.
So, und das würde ich gern wissen, bevor ich sage... Unkommentiert. Ja, gern. Oder lass uns drüber reden. Ja. Aber jetzt höre ich, Jogi muss weitermachen, weil der Vertrag bis 2000, weiß ich nicht, irgendwann... 22. 22, gut, genau. Super. Vor dem Turnier verlängert. So, deswegen, das ist so auch, auch einer dieser kleinen Bausteine, ne? Ja, sinnfrei. Wozu verlängert? Ja, ja. Das ist doch gut, du hast das Vertrauen, alles. Und wenn es schief geht, redet man. Und dann redet man, wie wollen wir es anders machen? Mhm. So, davon höre ich jetzt nichts, sondern ich höre nur, er soll weitermachen. Und er sagt, ja gut, dann mache ich weiter. Wahnsinn. Erinnert ein bisschen an die letzte Kanzlerkandidatur von Angela Merkel. Das war auch etwas, wo man das Gefühl hatte, so richtig leidenschaftlich, weil ja auch schwierig und sehr hohe Verantwortung und so. Nicht Wahnsinn. Nichtsdestotrotz muss man sagen, und das auch abschließend noch mal klar und deutlich gesagt, wir verdanken dieser Mannschaft, speziell diesem Trainer, wahnsinnig viel. Die deswegen haben, darf er ja entscheiden. Das ist genau. Der Erste, der sagt, er darf exakt sagen, pass auf, so und so will ich es machen und ich traue mir das zu oder ich traue es mir nicht zu. Das würde ich ihm immer schenken für genau seine Verdienste. Und da auch die Analogie zu Frau Merkel. Sie hat auch 12 Jahre das gut gemacht, finde ich. Das Land gut durch sehr schwierige Zeiten gebracht. Und insofern hat sie dann auch für sich das Recht, mal diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen stößt das auch vielen Leuten dann so auf, wenn man mit solchen Leuten auf die Art und Weise umgeht, wie wir es gerade am Anfang der Sendung besprochen haben. Danke euch ganz herzlich. Wir freuen uns sehr, dass Norbert Sachser bei uns ist, Verhaltensforscher. Der Mensch im Tier, warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind, ist der Untertitel. Seit mehr als 30 Jahren, Herr Sachser, machen Sie das. Was hat sich in der Zeit verändert? Also unser Bild sozusagen vom Tier. Ich weiß noch, als ich groß geworden bin, hieß es immer, Tiere haben keine Gefühle. Schminkt die das ab? Das ist alles nur Instinkt. Das ist richtig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch jetzt geschrieben habe und nicht nur fürs Fachpublikum, sondern einmal, um zusammenzufassen, was weiß die Wissenschaft im Moment eigentlich wirklich über das Denken, Fühlen und Verhalten der Tiere. Und zwar soll das auch mal in die Gesellschaft hineingebracht werden und nicht nur in Fachartikeln geschrieben werden für Spezialisten. Und was Sie sagen, das stimmt schon. Sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wissenschaft hat sich das Bild von Tieren ja ziemlich verändert. Ich mache im ersten Semester mit meinen Studierenden immer so etwas und sage, ich sage euch mal drei Wesen. Und ihr macht mal schnell zwei Kategorien. Da ist ein Goldfisch, da ist ein Schimpanse und da ist der Mensch. Macht mal zwei Kategorien. Und wenn man das jetzt mit Studierenden im ersten, zweiten Semester macht, studieren Biologie, dann machen ungefähr 60% packen den Menschen und den Schimpansen in eine Kategorie und packen den Goldfisch in eine andere. Mhm. Wenn man das bei uns vor 30 Jahren gemacht hätte, wäre was völlig anderes rausgekommen. Hätte man den Schimpansen und den Goldfisch zusammengepackt? Da hätten 80% den Goldfisch und den Schimpansen in eine Kategorie gepackt. Mhm. Und hätten gesagt, das sind ja Tiere, das andere ist der Mensch. Also ja, sieht man, es hat sich etwas völlig verändert in der Wahrnehmung, in der Gesellschaft. Und da kann man auch Parallelen zeigen, was sich in der Wissenschaft verändert hat. Es ist richtig, was Sie sagen, seit Aristoteles haben wir immer gesagt, der Mensch denkt, die Tiere werden von ihren Instinkten getrieben. Mhm. Was wir heute wissen, ist, dass so einfach nicht ist. Ich habe auch noch gelernt vor 30, 40 Jahren, kein Tier erkennt sich im Spiegel. Das konnte man in allen Philosophievorlesungen hören. Wenn wir heute jetzt schauen, es haben sich tatsächlich mehrere Paradigmenwechsel, wirkliche Umwälzungen, Revolutionen ereignet in der Wissenschaft, wie wir Tiere heute sehen. Man kann da vier Bereiche zeigen. Erstens, Tiere haben viel weiter ausgeprägte kognitive Fähigkeiten, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Sie können denken, eine ganze Reihe erkennen sich im Spiegel. Von einigen wissen wir sogar, dass sie sich in andere hineinversetzen können und die Welt aus deren Perspektive sehen können. Also da kann man durchaus sagen, sind Ansätze von Ich-Bewusstsein, etwas, was wir erst bei 3-, 4-, 5-jährigen Kindern überhaupt haben. Ja, absolut. Ja, das ist ein Riesenschritt. Das, ne? Also, das gilt natürlich nicht für alle Tiere. Ja. Wir reden hier vor allem über Säugetiere. Die Menschenaffen können das, die Delfine können das, die Elefanten können das. Die können sich in die Lage anderer hineinversetzen, weil sie ein Ich-Bewusstsein haben. Sie können sich in die andere hineinversetzen, das kann man zeigen, indem man bestimmte Experimente macht. Und daraus schließen wir dann, wenn Sie das können, dann müssten Sie eigentlich so etwas wie ein Ich-Bewusstsein haben, sonst ginge das ja gar nicht. Wir haben hier Bilder von einem Elefanten, das ist faszinierend, das zu sehen. Und da kann man erahnen, was im Kopf sozusagen und im Gehirn dieses Tieres vor sich geht. Was passiert da, Herr Sachser? Wir sehen da einen Elefanten, das ist wahrscheinlich der Spiegeltest, genau. Mhm. Der Elefant hat jetzt eine Banane auf dem Kopf. Jetzt schaut er in den Spiegel. Und erkennt er jetzt, dass er das selber ist, was er da sieht? Ja.
Das heißt, greift er jetzt in den Spiegel hinein oder greift er sich selber an die Banane? So, und jetzt pass auf. Das heißt, daraus kann man schließen, dass der Elefant weiß, was er da sieht, dass er das selber ist. Faszinierend. Es ist, nochmal, das können längst nicht alle Tiere. Wenn Sie das mit einem Rhesusaffen machen. Er hier zum Beispiel, hier. Der Delfin kann es auch. Ja. Der schaut sich so im Spiegel an, von allen Seiten. So ein bisschen selbstverliebt wirkt das. Ein bisschen selbstverliebt, ja. Durchaus. Ja. Man kann... Spannend ist, wenn Sie das mit kleinen Kindern machen. Das sind Tests, die ursprünglich aus der Kinderpsychologie kommen. Genau. Und wenn Sie das mit einem einjährigen Kind machen und zeigen dem einen Spiegel und machen dem Kind einen Punkt auf die Nase und das Kind guckt da rein, hat das Kind keine Ahnung, dass es sich selber sieht, sondern packt in den Spiegel rein. Richtig. Wenn Sie das mit anderthalbjährigen Kindern machen, die können das, die wissen, das bin ich. Also es entwickelt sich erst langsam. Und das merkt man ja auch, ne? wenn Kinder plötzlich, wenn es ja. da, das ist eine unglaubliche Schwelle, die da plötzlich ja. überschreiten. Dieses Gefühl, ich bin ja selber auch wer. Ja. Ne? Für uns Biologen war total spannend. Zuerst hat man gedacht, aha, alle, die uns Menschen so nah sind, wie die Schimpansen oder die Gorillas oder die Orangs, die können das alle. Mhm. Weil ja die Entwicklung so gelaufen ist, zu immer mehr Intelligenz hin zu Menschen, zur Krone der Schöpfung. Und dann kam, auch schon mittlerweile 20 Jahre her, die riesig große Überraschung, das können ja auch Rabenvögel. Das kann auch eine Elster, die biologisch gesehen zu den Rabenvögeln gehört. Das können auch Papageien. Die kann auch, wenn man sie markiert sozusagen ja. mit einem Punkt am Kopf? Das heißt, mit der Elster ist es sehr sauber gezeigt. Genau der gleiche Test. Auch die Elster weiß, dass sie das ist, was man da sieht. Das hatte auch ganz spannende Konsequenzen. Ich habe noch vor 30 Jahren gelernt, die Vögel haben ein primitiveres Gehirn. Stand in jedem Lehrbuch der Biologie oder auch Tiermedizin. Mhm. Und heute sagt man, wenn die aber diese kognitiven Leistungen haben, wir kennen fast nichts mehr, was ein Schimpanse kann, was ein Kolkrabe nicht können würde. Das heißt, heute sieht man das Gehirn völlig anders. Man sagt, es ist ein anderes Gehirn, aber nicht ein primitiveres. Das heißt, über diese kognitiven Leistungen, die man bei den Tieren nachgewiesen hat, ist es zu einer völligen Uminterpretation des Vogelgehirns gekommen. Haben Tiere Humor? Humor würde ich sagen, nein. Wir können nachher noch kommen, was haben Tiere vielleicht nicht. Fast alles, was wir als Menschen haben, ist in Ansätzen zumindest bei Tieren da. Es kommt wahrscheinlich auf die Art des Humores an. Ja. Wenn da eine kognitive Komponente mit reinkommt, wie es bei Menschen genau. da ist. Über diese Bilder, Herr Sachser, würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Schauen Sie mal, es ist, glaube ich, ein Orang-Utan, um den es da geht. Ein Orang-Utan-Baby, pass auf. Kennen Sie dieses Experiment? Ja. Was machen die da? Die zeigen dem Orang was. Also erst waren da Würfel drin und jetzt macht man einen Zaubertrick wie beim Hütchenspiel. Und jetzt, ja. Jetzt lacht er sich kaputt oder genau. ist das eine Fehlinterpretation? Das ist eine Reaktion, die sieht aus wie das Lachen bei Menschen, die Hütchenspiele machen, die dann nachher in den leeren Würfel gucken, lachen genau. in aller Regel nicht bei Menschen, weil die dann eine Menge Geld verloren haben. Genau. Wir sollten an dem Punkt vielleicht was anderes sagen. Das ist ein schönes Beispiel, da guckt man hin und sagt dann, ah ja, da sieht man ja, Tiere können das auch. Es gibt ein ganz berühmtes, warum braucht man eigentlich Wissenschaft? Man kann eigentlich irgendwas mit den Tieren machen, man beobachtet die und nachher weiß man, wie die sind. Es gibt ein ganz berühmtes Experiment, 100 Jahre alt, da gab es ein Pferd, das war der schlaue Hans, der konnte rechnen. Und der Besitzer war Wilhelm von Osten und der sagte dann zu dem Pferd 3 + 4 und der schlaue Hans scharte dann genau 7 Mal und hörte dann auf. Oder er sagte 9 - 7, dann scharte der eben 2 Mal. Da gab es damals schon eine Kommission, die sagte, das kann nicht sein, dass ein Pferd rechnen kann. Es ist eine Kommission eingesetzt worden, die haben das untersucht. Also hat nicht Wilhelm von Osten die Aufgabe gestellt, sondern jemand anderes. Der schlaue Hans konnte immer noch die Aufgaben lösen. Aber wenn keine Person mehr im Raum war, die die Lösung kannte, hatte das Pferd auch keine Ahnung, was die Lösung überhaupt war. Das heißt, was man schließen kann, ist, das Pferd konnte letztlich an der Körperanspannung der Personen, die das Ergebnis wussten, ablesen. Ich muss jetzt zählen, ich muss so lange scharren, bis ich bei dem, der da steht, so eine gewisse, man zählt ja mental auch mit wenn ja. man mit den Tieren das macht. Man zählt mit und das Pferd nimmt einfach die Körperanspannung wahr und sagt, jetzt muss ich aufhören, weil der sich ja jetzt verändert. Das heißt, Wilhelm von Osten war ganz sicherlich kein Scharlatan. Der hätte geschworen darauf und sein gesamtes Vermögen darauf gesetzt. Mein Tier kann rechnen. Wenn Sie aber eine saubere, wissenschaftliche Überprüfung des Ganzen machen, sehen Sie ganz klar, nein,
Das kann dieses Tier nicht. Ja. Das war sehr einflussreich, dieses Experiment. Denn heute in der Wissenschaft, sowohl in der Psychologie, wenn es um den Menschen geht, als auch in der Verhaltensbiologie, wenn es um Tiere geht, arbeitet man mit sogenannten Blindversuchen. Da dürfen nicht die Personen, darf nicht wissen, worum es eigentlich geht, wenn das Tier eine Aufgabe löst. Damit nicht dieser Clever-Hans-Effekt auftritt, dass das Tier vielleicht unbewusst ausgesendete Signale wahrnimmt und gar nicht das kann, was wir ihm zuschreiben. Da geht es bei Hunden, viele Hunde, also Hundebesitzer, wenn wir ins Publikum gucken würden, haben ein ganzes Spektrum von Leuten, die sagen würden, mein Hund versteht fast nichts, bis hin zu jemand, dem erzähle ich meine ganzen Sorgen und mein Hund versteht jedes Wort. Auch da, nur aus der tagtäglichen Beobachtung, kann man letztendlich nicht schließen, was da wirklich an kognitiven Fähigkeiten da ist. Sie brauchen wenn Sie wissen wollen, was da wirklich ist, brauchen Sie eine saubere Überprüfung in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Und am Tiere ganz grundsätzlich Gefühle oder sind das nur Emotionen, Schrägstrich Instinkte? Nee. Emotionen, wie definieren Sie als Verhaltensbiologe den Unterschied zwischen Emotion und Gefühl? Emotion und Gefühl, da würden wir es auch halten, wie es die Philosophen auch machen. Philosophen würden seit Jahrhunderten sagen, dass das Gefühl eine bewusste Emotion ist. Also wenn ich Angst habe, dann ist das eine Emotion. Wenn ich weiß, dass ich Angst habe, dann ist es ein Gefühl. Das heißt, ein einjähriges Kind kann Angst haben, aber wenn es den Spiegeltest noch nicht besteht, weiß das Kind nicht, dass es Angst hat. Also da würde man eher sagen, es ist eine Emotion, aber kein Gefühl. Bei Erwachsenen wäre das anders. Wir können da wieder den Brückenschlag zu dem machen, was wir eben besprochen haben. Bei den Tieren, wo wir aber zeigen können, die erkennen sich im Spiegel, die können sich in andere hineinversetzen. Da könnte es durchaus möglich sein, dass die in einem Sinne, wie wir Menschen es verstehen, über echte Gefühle dann auch verfügen. Wenn wir generell, wir sprachen eben davon, es hat diese Paradigmenwechsel gegeben, das erste